Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raus aus den Schulden. Das ist das heutige Motto und zugleich unser großes Ziel, denn morgen wäre ich gerne wieder flüssig genug, um mit den Kegelrobben starten zu können. Wir müssen natürlich noch einiges in den Griff bekommen, aber ich habe gute Nachrichten für euch, denn zum einen habe ich eine super tolle Planet Zoo Community, die tolle Ideen hat, die werden wir natürlich heute umsetzen, und zum anderen waren meine Erkenntnisse grundsätzlich nicht falsch. Meine Art und Weise, sie zu verifizieren, hat mich aber auf den falschen Weg gebracht. Und deswegen gehen wir nochmal zu den Eisbären. Das Thema Futterkosten bewegt mich noch immer. Wir gucken uns das noch einmal an. Also, 3 kleine Tiere sind drin. 9000 kostet es pro Fütterung. Und wie ich gesagt habe, 3000 pro kleines Tier und 5000 pro großes. Das habe ich ja schon irgendwie probiert herzuleiten. Aber ich kann jetzt Tiere ins Handelszentrum stopfen. Und ihr werdet sehen, dass sich nichts dran ändert. Und das hat mir Gabi aufgelöst. Die Sache ist nämlich so, dass die Preise erst bei der nächsten Fütterung aktualisiert werden. Und da kann ich natürlich lange warten. Und kann natürlich eine Vermutung aufstellen, die sich dann nicht prüfen lässt, wenn man nicht lang genug abwartet. Okay, ich bin gespannt, wann wir das dann sehen. Aber erstmal bleibt es weiter auf den 9000 stehen. So, wie dem auch sei, wir ändern jetzt noch mal ein paar Dinge. Ein guter Einwand war gewesen, warum die Kinder eigentlich so viel günstiger sind als die Erwachsenen. Das ist eine gute Frage. Wir haben ja hier 50% Rabatt für die Kinder. Wir könnten das Ganze einfach mal auf 25% Rabatt einkürzen. Und wenn wir dann also noch mal die Preise erhöhen, weil momentan lassen sich die Leute von den Preisen nicht so richtig abschrecken, würde das bedeuten, wir gehen hier 4 Dollar hoch und bei den Kindern 3. So, haben ist besser als brauchen, insofern schöpfen wir erstmal ab, was wir abschöpfen können. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Barriere ist beschädigt, die wird aber repariert, das ist soweit gut. Solarmodul ist hinüber, da muss jemand kommen. Wir checken auch nochmal die Wartungsintervalle. So. Aber wir haben auch zu wenig Techniker, so ehrlich müssen wir sein. Und jetzt haben wir das nächste Thema. Und zwar mehr Spendenbüchsen. Das Problem ist, um welche bauen zu können, müsste ich sie gegenfinanzieren können. Ich habe aber keine Kohle. Und ich kriege auch so schnell keine. Das heißt, wir müssen jetzt einen Schritt gehen, den ich nie gehen wollte. Aber wir machen es jetzt. Unsere Eisbärendame, die wird jetzt verscheuert. Auch wenn ich all meine Arterhaltungspunkte dafür verbraten habe. Wir machen das anders, wir machen das so. Aber am Ende des Tages habe ich aus 2 Eisbären 3 gemacht. Insofern kann ich mir die irgendwann auch bestimmt wieder zurückholen. Also, Siki, Nick, wir sagen danke, es war schön mit dir. Aber 23.000 nehme ich wirklich gerne. Also, tschüss. Es tut weh. Aber wir haben jetzt Kohle und deswegen werden wir jetzt ganz schnell in Spendenbüchsen investieren. Und zwar fangen wir doch, wenn wir gerade hier sind, bei den Wölfen an. So. Und wie geschrieben wurde, einfach mal ruhig an jeden Pfosten irgendwo eine hin. Die Leute werfen nämlich überall ein, wo sie vorbeikommen, wenn sie denn was haben zum Einwerfen. Insofern sind wir jetzt gar nicht mal geizig, verteilen die ganz großzügig hier. Die kommt noch ein Stückchen rüber. So, da haben wir schon genug. Hier brauchen wir jetzt erstmal keine. Oder wartet mal beim Vivarium hier, da müssen wir nochmal gucken. Da ist eine, da ist keine, da drüben ist eine. Also kommt hier noch eine hin. So, gut, dass wir geschaut haben. Dann geht's weiter bei den Luchsen. Ah, dahin wollen wir. Einmal. Zweimal. Muss nicht gut aussehen, muss jetzt einfach da sein und den Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen. Hier geht noch eine. Ins Gebüsch. Jawohl. So. Da ist schon eine. Hier kommt noch eine hin, eine noch an die Ecke.
mach das jetzt einfach mal, ne? Die sollen einfach bluten dafür, dass sie hier in diesen Zoo von diesem Blutsauger Matze gegangen sind. Muss man das ja nicht bieten lassen, dass dieser Zoo so vor die Hunde geht. Nicht, wenn ich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann. So, weiter geht's bei den Dachsen. Einmal hier. In der Blume ist schon was, dann machen wir was neben die Bank. Hier kommt auch noch was hin. So, und dann auch bitte unten. Ja, neben den Aussichtspunkt. Hier oben. Ja, da nochmal eine hin. Hier brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt noch eine. Wir machen es aber trotzdem, ne? Dann haben wir noch die Dammhirsche. Da steht eine. Die nehmen wir einfach mal rüber. So, und mir ist jetzt in der Tat die Optik egal. Es geht hier wirklich ums Überleben mit diesem Projekt. Hier wird es natürlich schwierig. Hier ist alles schräg. Oh, Moment. Drinnen geht. Na gut, dann stellen wir es rein. Da bin ich ja flexibel. Wurscht, einfach rein, einfach hin. Einfach Kohle her, Danke sagen und gut ist. So. Hier kommen zwar nicht viele Leute vorbei, aber die, die kommen, die sollten sich mal Gedanken machen, ob sie nicht was spenden wollen. Wird da irgendwie gierig so langsam, ne? Okay, Dammhirsche haben wir, dann haben wir noch die Steinböcke. Das wird wahrscheinlich auch hier mal gar nichts werden. Ja, da steht schon eine. Dann hier in die Blume noch was rein. Da passt noch eine. Hier an die Ecke. Dahin. Da steht schon eine. Die zieht noch ein Stück um. Und dann checken wir hier oben nochmal. Da stehen aber drei. Da ist alles voll geklatscht. Okay, die Dinger haben wir. So. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Ich sehe nicht, dass die Leute hier wirklich Ballons und sowas kaufen. Wahrscheinlich war die Preiserhöhung auch nicht unbedingt die beste Idee. Guck mal, die haben geguckt, die haben sich aber nicht angestellt. Abfall, na gut, okay. Aber wir gucken jetzt mal, ob es hierzu Meinungen gibt. Gästegedanken, keine aktuellen Gästegedanken. Also wir senken hier einfach mal die Preise. Ich habe 10% draufgeschlagen von 9 auf 99. Also gehen wir runter auf 8,10. So, und das ziehen wir einfach mal konsequent durch. Denn mir ist es lieber, eine niedrige Marge zu haben, als gar keinen Verkauf. So, hier gehen wir auf 9. Und dann sind wir hier auf 22,50. Hier sind wir auf 45. Patenschaftspakete, okay. Die gehen ja auch richtig gut, gell? So. Looney Balloons, dann. Just a Momento. Hier gehen wir auf 13,50. Hier auch, hier auch, hier auch. Hier gehen wir auf 22,50 und da haben wir schon wieder die Pakete. Ist jetzt auch nicht so clever, die beiden Läden nebeneinander zu stellen. Dann machen sie sich direkt mal Konkurrenz. Vielleicht sollten wir das Laden-Setup hier drin auch nochmal überdenken. So, was haben wir hier? Ja, keine zufriedenen Gäste, das ist natürlich super. Alles zu teuer. Habe ich ja doch den richtigen Riecher, ne? 2,25. 9, 22, 50, 45. Das sind 4,50. Das hier auch. Die Schirme, die machen wir billig. Dann müssen wir nur noch einen Regentanz machen.
kann irgendwie heute nicht labern. Tut mir leid, Leute. So. Ah ja. Jetzt kommen die Leute wieder. Und hier mangelt es an Verkäufern. Wo sind wir denn? Wir sind beim Hats Fantastic. Wenn nichts verkauft wird, gibt es auch keine Gästegedanken. Hier sind wir 1,20 hoch, also müssen wir auf 10,80 runter. Ups, nicht vertippen, Matze. So. Hier auch nochmal 10,80. Gut, und wir sollten vielleicht noch einen Verkäufer einstellen, oder? Ich möchte ja, dass die Läden auch irgendwie florieren. Also nehmen wir noch einen Verkäufer. Jawohl, er hat schon mal verstanden oder sie hat verstanden, worum es geht. Aber jetzt kann ich ihn nicht so richtig gut anklicken. Da, so geht das, okay. Das ist der Bereich Luxe. Okay, und jetzt werden bitte Hüte gekauft, ja? Damit das mal klar ist. Okay, wo können wir noch Geld machen? Oder wo können wir noch Geld sparen? Hier, guck mal. Tschüss. Die ist bei den Luxen, die wird ersetzt durch eine billige Arbeitskraft. So. Dann hätten wir auch den einen Verkäufer hier ein bisschen gegenfinanziert. Dann gehen wir gleich mal ans Gehalt ran, genau. Und Arbeitsbereich, haben wir gesagt, ist Luxe. Okay, wir checken mal, ob wir hier die Leute irgendwie weiter vergraulen oder nicht. Alles noch gut, dann gehen wir einfach nochmal ein bisschen hoch. So, 28 zu 21. Anzahl der Gäste geht schon leicht runter. Also, was wir jetzt noch prüfen sollten, ist... Was soll das denn hier? Ja, wollte ich doch gerade sagen, ne? Fahrgeschäft. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was machen. Wir fangen mal hier oben an. Naja, die Schlange ist nicht so lang. Da würden wir jetzt erstmal warten. Aber vielleicht waren auch gerade die Züge beide da. Und die Leute abgeholt. Wir checken das mal hier drüben. Hier ist eine kleine Warteschlange, aber auch nicht Rede wert. So, da geht jemand. Jetzt die neuen Gäste reinlassen. Oh, Moment. Da haben wir ein Problem. Da ist die maximale Wartezeit vorbei. Ich würde fast sagen... Wir machen die mal aus, ne? Ja. Macht ja keinen Sinn, wenn das Ding wegfährt, obwohl eigentlich noch Gäste mitfahren wollen. So, hier haben wir keinen Verkäufer. Das ist auch ein bisschen schwierig. Jetzt sind schon Leute da und es ist keiner da, der irgendwas verkaufen kann. Aber wegen dem einen Laden zwei Verkäufer zu beschäftigen und das, obwohl hier auch nur wenig Leute vorbeikommen, das sehe ich jetzt nicht so. Jetzt checken wir mal, ob das hier schon irgendwas gebracht hat. Hier stehen noch immer die 9000. Das heißt, dass noch nicht gefüttert wurde seitdem. Verfügbares Futter ist auch noch da. Insofern alles gut. Wir haben hier noch keine Schlafmöglichkeiten. Gut, die sind jetzt nicht allzu wichtig, aber wenn wir schon da sind, machen wir das gerade mal. Schlafmöglichkeiten hier. Mal gucken, was für den Eisbär am besten wäre. Ein Steg. Das ist natürlich eine feine Sache. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Machen wir hier mal einen hin. Hier drüben auch. Wir müssen auch ohnehin noch ein bisschen weiter dekorieren. Das sollte aber auf jeden Fall schon mal ausreichen. Jawohl. So, wir gucken einmal in die Finanzen. Scheint sich ein bisschen zu stabilisieren. Minus 3000 im Dezember klingt schon mal besser als minus 17.000 im letzten Jahr. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Und damit würde den Robben beim nächsten Mal nicht viel im Wege stehen. Wenn wir das jetzt gehalten bekommen. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, ich habe jetzt auch für 23.000 ein Tier verkauft. Das
müsste ja auch irgendwo vielleicht hier, ja, ne? Da steckt das drin. Also, in Wahrheit ist die Bilanz eigentlich schlechter. Da müssen wir nochmal aufpassen, dass wir uns da nicht aufs Glatteis begeben. Marketing habe ich gerade offensichtlich gar nicht am Laufen. Das ist fertig. Okay, das war auf ein Jahr angelegt. Dann machen wir jetzt einfach was Billigeres und das soll sich aber erneuern. Genau. Hauptsache, wir haben Marketing. Das bringt nochmal ein bisschen Effekt vielleicht hier vorne auf die Gästezahl. Und dann sollten wir auf jeden Fall nochmal checken, ob wir überhaupt überall Geldautomaten haben, wo wir welche brauchen könnten. Die Leute müssen ja überall auch Geld holen können, wo sie Geld spenden sollen. Also hier läuft das natürlich mit den Geldautomaten. Aber wir gucken nochmal, ob wir noch ein paar Positionen finden. Einmal hier. Einmal da. Jetzt ist die Frage, ob wir hier am Berg irgendwas machen können. Wahrscheinlich eher nicht. Hier oben vielleicht auch nicht gut. Komm, direkt hier nebenhin. Das ist doch super. Hier oben haben wir mit Garantie auch noch keinen. Das ist richtig. Dann stellen wir ihn wohin? Hier doch irgendwo, oder? Ja, hier an die Toiletten ran. Hier ist was kaputt. Da würde ich sagen, reparieren wir doch gleich alles einmal. Okay. Leute so wenig wie möglich verärgern. Da steht einer, dann kommt noch ein Geldautomat in den Dachsbau. Der kommt gerade hier unten an die Wand. Das ist doch super. Dann könnten wir tatsächlich hier auf der Rückseite von diesem Imbiss nochmal einen haben. Ja. Bei den Luchsen. Können wir auch nochmal Geld anbieten. Einmal hier. Da geht auch wunderbar. Hier haben wir natürlich in dieser Mall etwas, aber auch nicht hier draußen. Insofern kommt noch einer hier zur Bahn. Und ich denke, dann haben wir es doch ganz ordentlich abgedeckt, oder? Naja, Quatsch. Doch, da ist einer. Klappt das jetzt besser? Wenn wir gerade schon da sind, wir gucken einfach mal. Der fährt einfach ab. Also, dann müssen wir tatsächlich noch was ändern. Aber wo sind wir zu Hause? Hier sind wir zu Hause. Besetzungsregeln. Gucken wir mal, ob 30 Sekunden reichen. Bin echt gespannt. Auf volle Besetzung kann ich ja nicht gehen, denn wenn die Leute da nicht einfach nicht da sind in der Menge, dann wird das hier tatsächlich einfach eine Stausituation werden. Und jetzt ist die Tür schon wieder zu. Okay. Dann gehen wir hier auf 40 Sekunden. Die scheint es tatsächlich zu brauchen. Zumindest mal an dem Bahnhof, wo Ausgang und
Eingang vielleicht nicht ganz mittig sind. So, die Leute laufen jetzt zurück. Das ist natürlich jetzt auch blöd. Die sollen natürlich für teuer Geld weiterfahren. Wir machen Plus, Leute. Es geht in die richtige Richtung. Mal hier. Das gesehen von weit weg? Unser kleiner Kostfallen-Problembär. Er pennt hier ganz gemütlich. So, Solarmodule. Hier ist wieder alles kaputt. Ich würde natürlich gerne noch Techniker einstellen. Aber das ist momentan echt nicht drin. Jo, ne? Ich kann hier einstellen, was ich will. Mehr als einmal im Jahr schafft das gar nicht. Was haben wir denn hier? Olga. Felix. Oh, hier, Felix ist alt. Felix muss raus. Und wir haben hier tatsächlich irgendwie Stress im Gehege. Warum? Schauen wir uns einfach nochmal in der Tierliste an, würde ich sagen. Okay, Felix ist im Handelszentrum und hier die beiden. Sozialverhalten ist ein Thema. Aber das ist Mutter und Tochter, das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Einfach nur Stress. Probiert sich zu verstecken. Okay, dann stellen wir nochmal Schilder auf. Wir wollen ja, dass es den Tieren gut geht, damit sich auch unsere Gäste darüber freuen. Sicherheit, da ist es, ne? Nicht stören. So. Da, wo viele Leute stehen, stellen wir das einfach mal hin. Da steht aber schon eins. Hier drin. Können wir noch mal welche hinbasteln. Damit die einfach mal ein bisschen die Klappe halten hier, ne? So. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Okay, also die Kohle geht hoch. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie erleichtert ich bin. Jetzt haben wir unsere Eisbärendame leider dafür geopfert. Aber ich glaube, am Ende des Tages war das keine falsche Entscheidung. Hier. Guck mal, können die Leute sich gar nicht anstellen, weil die Warteschlange zu kurz ist. Das heißt, wir können sie auch noch mal ein bisschen mehr abkassieren. So. Auch da holen wir noch was raus. Jetzt checken wir noch mal die andere, einigermaßen belebte Station. Jo, da stehen jetzt auch Leute, das ist schon mal okay. Da passen aber auch noch ein paar hin. Da würde ich den Preis auch noch nicht erhöhen jetzt. Hier oben ist immer noch niemand. Sehr schade. Hier laufen aber jetzt tatsächlich schon mal ein paar Leute rum. Heißt also auch hier, müssen wir noch mal was machen. So. Den verziehen wir einfach mal. So, und ich muss sagen, mir geht es jetzt ehrlich gesagt mehr um Kohle als um Optik. Aber ich glaube, das habt ihr mittlerweile verstanden. Der kann nochmal hier hoch. Und wenn wir schon hier sind, dann können wir auch jetzt ein paar Monitore mal bauen. Wir müssen ja doch tatsächlich glauben, dass hier Gäste vorbeikommen so langsam. Insofern tun wir noch mal was für die Bildung. Das habt ihr euch ja auch gewünscht. Wo sind wir denn? Hier sind wir zu Hause. Und zwar klatschen wir da jetzt einfach mal Infotafeln. Einfach schön an die Wand. So, der Eisbär, genau. Um den soll es hier gehen.
können jetzt natürlich lange rummachen und das alles maximal ausrichten. Jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass jetzt irgendwie der Weg erstmal hier kürzer ist für unser Tierpflegerpersonal, ne? Insofern machen wir jetzt erstmal das hier. Ja. Machen wir anders. Der kriegt eine eigene Hütte hier hin. So. Die kann mal da stehen bleiben für die Robben beim nächsten Mal. Aber Wege verkürzen, das ist jetzt doch erstmal wichtig hier. Hat sich hier schon was getan auf der Kostenseite? Nein, stehen immer noch die 9000. Wird noch wahnsinnig. Gabi, du hast aber recht, da bin ich mir sicher, ne? Okay. So, die Schlange ist mittlerweile hier abgearbeitet. Die Leute steigen aber noch immer zu. Guck mal, die gehen raus, zahlen vorne nochmal und gehen wieder rein. Ist okay, wenn das seinen Zweck erfüllt, alles gut. Wir machen aber trotz allem noch ein bisschen miese über das Jahr. Okay, also Fahrgeschäft ist noch nicht ausgereizt, aber noch, sag ich mal, ja, gibt es auch noch nicht so viele Gründe, damit zu fahren. Also hier, es geht genauso weiter die ganze Zeit. Tierpflegerhütte hat keinen Strom, natürlich nicht, da machen wir auch was. Und zwar kriegt ihr eine Windkraftanlage. So, und die müssen jetzt beide auch noch in den Arbeitsbereich rein. Und vor allen Dingen, nicht nur die, sondern auch unsere Geldautomaten. Und guck mal hier, da stimmt auch noch was nicht. Ich würde sagen, wir checken jetzt nochmal alle Arbeitsbereiche einmal durch. Nicht, dass wir hier noch was übersehen. Also alter Eingang. Ja, ist auch nicht ganz gut, ne? Salamander. Das ist der Tiergesprächspunkt, das ist in Ordnung. Dachse, Dammhirsche. Da haben wir jetzt die Geldautomaten. Die müssen irgendwo noch rein. So. Und hier haben wir auch noch einen. Und da haben wir noch einen. Dann die Luchse. Das muss ja auch alles repariert werden. Steinböcke. So, und? Haben wir alles, ne? Okay. Checken wir nochmal, wie viel Geld wir noch haben, das wir ausgeben dürfen. Guck mal, ist was zerstört worden. Also 2,7 sind wir noch im Plus. Das heißt, wir können tatsächlich noch was ausgeben. Und bleiben bei einer positiven Bilanz. Wir gucken mal, was die Leute noch brauchen, oder? Fangen wir doch mal so an. Der Zoo ist das Letzte. Kein Geld für den Toilettenblock. Das wird gelobt. Hier. Echt epische Ausstattung. Super. Der Zoo ist das Letzte. Was ist mit dir? Wunderbar. Überall Abfall. Der Zoo ist das Letzte. Gestohlen. Ihr Gespräch 3 war nicht da. Zoo ist okay. Dammhirsch ist nicht beeindruckend, okay. Abfall, nichts Interessantes.
Wieder bestohlen. Müssen wir noch einen Sicherheitsmenschen einstellen? Wir checken mal, ob wir uns das leisten können, weil hier ist ja gerade irgendwie schon wieder was passiert. Rein finanztechnisch. Ja. Wahrscheinlich wurden die Eisbären gefüttert. Also wir können uns jetzt ehrlich gesagt niemanden leisten. Sonst geht die Bilanz weiter in den Keller. Sollten wir also nochmal aussitzen, eine Runde. Feuersalamander, da haben wir jetzt ein Problem. Da müsste mal wieder ein Tierpfleger vorbeikommen. Und auch hier die blöde Situation. Wir müssen, glaube ich, ein wenig... Nee, zu weit müssen sie nicht laufen. Die kommen ja von hier. Das hatte ich gerade vergessen. Müsste nur jemand da sein, der da regelmäßig kommt. Und eigentlich... haben wir für diesen Bereich einen Tierpfleger, hier Salamander. Und wir haben auch einen Zoopfleger. Irgendwo bestimmt, hier. Insofern ist es mir nicht ganz klar. Oh, guck mal hier. Da könnten wir Geld sparen, aber die sind gar nicht so teuer. Ja, jetzt mal wieder Aktivisten. Also hier doch. Das ist ja nochmal monatlich die Kohle, ne? Also, stellen wir lieber nochmal zwei neue ein stattdessen, die billiger sind. Und die müssen beide in den Bereich Dachse, Dammhirsche. Oder aber wir nehmen die Arbeitsbereiche hier komplett raus. Ja, wir nehmen erstmal einen für den Bereich rein und checken mal, wo wir vielleicht noch das größte Müllproblem haben. Das könnten wir nochmal tun. Jetzt haben wir wieder wenig Geld, klar. Felix, was ist mit dir? Wieso bist du gestresst? Du bist doch im Handelszentrum. Ja, ne? Dich können wir umsiedeln. Hätte dich lieber verkauft, ehrlich gesagt. Aber gut. Das ist echt nicht gut gebaut hier. Ne? Seit dem letzten Besuch 2 Jahre vorbei. Schaffen die hier hinten nicht. Das ist echt ein Problem. Gut, Leute, das ist aber ein Problem, dass wir noch dann anders lösen können. Ich würde sagen, wir sind jetzt einigermaßen, naja, so unterwegs, dass wir es wagen können, die Kegelrobben reinzuholen in den Zoo. Das machen wir beim nächsten Mal. Die geben uns vielleicht die Möglichkeit, dass wir hier mit geringen Zusatzkosten für Futter doch am Eingang ein bisschen mehr bei rausholen können. Und eine Sache interessiert mich jetzt noch. Ja, da geht immer noch mal was. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3. Liebe Leute, das wird richtig hier genommen, würde ich sagen. Aber jetzt checken wir noch einmal, ob trotz der Erhöhungen die Einnahmen gestiegen sind am Eingang. Hier sind viele Leute nicht zufrieden, das ist wieder ein Problem. Aber ja... Ticketverkäufe gehen hoch, Ladeneinnahmen gehen auch wieder hoch, ein wenig höher. Das müssen wir nochmal ein bisschen länger beobachten, denn es könnte natürlich sein, dass wir zwar viel mehr Einnahmen hier für die Tickets haben, trotzdem weniger Leute im Zoo haben und dann weniger Leute an den Läden was einkaufen. Spenden erholen sich, das ist schon mal gut. Insgesamt würde ich sagen, ja, gehen wir das Risiko ein. Nächstes Mal gibt es hier keine Aktion mehr, um irgendwie mehr Geld zu verdienen. Nächstes Mal, ja, probieren wir uns an den Kegelrobben, ne? So, Leute, ich sag danke, ich sag tschüss. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und dann einfach nochmal einschalten, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn noch nicht passiert, abonnieren.
und auf jeden Fall wieder reinschauen. Bis dann, euer Matze.